Servus Pyrrhus, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute für euch im Test, ein Hundehaufen. Klingt komisch, ist aber so. Ein Hundehaufen von Leslie für 1,99 € gekauft bei Norma. Ja, wer kauft schon einen Hundehaufen für 1,99 €? Ich hab's getan, mal wieder zum Test. NEM 2 Gramm, nicht groß, ist aber ganz witzig. Und deswegen werden wir das Ding heute auch einfach mal wieder testen. Ich find's ganz witzig, da kommt dann hinten so eine kleine Fontäne raus und ja, ein bisschen Hundekot ist, glaube ich, auch manchmal mit dabei, je nachdem. Und ja, ist ein ganz witziger Artikel, mehr Fun-Artikel, als dass er jetzt, sag ich mal, ernst zu nehmen ist. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Ding so ist und hätte gesagt, wir legen direkt los mit dem Test. Auf geht's! So, der Hundehaufen von Leslie. Mit der Bemerkung, Achtung, dieser Hund hat wirklich gut gefressen. Ha, schauen wir mal. Kleine Bengalflamme und da kommt schon raus. Uiuiui. Ja, der hat wirklich gut gefressen. Vor allem kommt das aus dem Boden und gar nicht aus dem Hund. Da scheint die Effektladung rausgegangen zu sein und das kam jetzt ja alles aus diesem Boden raus. Vielleicht durch die Flamme. Ja, durch die Flamme halt, und ja. Dann springt es hoch. Ist auf jeden Fall eine witzige Angelegenheit, ob man dafür jetzt 1,99 € zahlen will oder nicht. Ich denke mal, es ist jedem selbst überlassen. Der Hundehaufen war auf jeden Fall toll, der Hund hat gut gefressen. Ich hoffe, dass euch das, ja, nehmt's mit Humor, das Video. Dass euch das witzige Fun-Video hier gefallen hat. Bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao, macht's gut, Pyrrhus.